Hallo liebe Trader-Kollegen, ihr seht und hört hier die Markteinschätzung für den DAX für Freitag, den 22. Februar. Wir haben jetzt Donnerstag, 21. Februar, 18.01 Uhr. Mein Name ist Jürgen alias Gorilla Trader. Ich bin privater Trader und Investor. Stoppt bitte dieses Video und lest diesen Risikohinweis. Meine Markteinschätzungen sind keine Anlageempfehlung. Wir schauen uns hier zuerst einmal den Linienchart an. Xetra Handel. Hier ist der Schlusskurs heute bei 11.423. Wir haben einen Schlusskurs mit neuem Jahreshoch, wohlgemerkt, gell? Wenn auch der heutige Tag, wenn man so diese Bewegungen in Lang- und Schwarzindikation angeschaut hat, nicht unbedingt dieses Bild zeigen, aber es ist das eigentlich passiert im Xetra. Wir hatten einen Ausbruch auf Tageschartbasis und das wird eventuell Anschlusskäufer hinterm Ofen hervorlocken. Die sind jetzt in den Markt gekommen und haben dadurch bezweckt, dass wir jetzt wieder ein neues Jahr, ein neues hohes, das höchste, den höchsten Jahresschlusskurs hier jetzt in diesem Jahr hatten bei 11.423. Wir sind mal gespannt, was uns morgen der Freitag bringt. Es stehen hier um 8 Uhr die BIP Quartal 4 auf dem Terminplan, also 8 Uhr, und um 10 Uhr haben wir die IFO Geschäftsklimaindex für den Februar. Ansonsten sind hier keine relevanten Zahlen mal in Aussicht, die den DAX beflügeln oder bewegen könnten. Im aktientechnischen schaut es so aus, wir haben morgen Quartalszahlen von RIP Software, Rent Klinikum und Chromi Logistik. Das wären diese drei Aktien, wo morgen eventuell interessant werden könnte mit ihren Quartalszahlen. So, auch hier Linienchart für mich, für einen Berufstätigen, ein sehr gutes Instrument, um hier Trades zu machen. Hier wäre momentan mein Stopp hier in dieser Geschichte bei 11.291. Wir haben hier noch kein Umkehrsignal, also aus der Warte heraus kann man eventuell davon ausgehen, dass wir hier immer noch weitere Kurse sehen könnten oder im ungünstigsten Falle für die Bullen eine Korrektur, die aber nicht unter dem Bereich von 11.296 gehen sollte und auch nicht darf, weil dann sind wir ja hier logischerweise ausgestoppt worden. Wir schauen uns hier die üblichen Verdächtigen an. Der VDAX New ist immer noch im grünen Bereich, was für mich abgeleitet für den DAX eher Tendenz steigende Kurse bedeutet, was wir ja auch heute gesehen haben, neuer höchster Jahresschlusskurs und also eher seitwärts und steigende Kurse. Das Gold, allen Anschein nach, geht dem Gold hier ein bisschen der Schmackes aus, zur Oberseite hin. Wir haben jetzt eine Korrektur. Es ist eine ganz normale Korrektur. Das hier ist der Tageschart, also der zweite Tag in Folge, ein Rücksetzer und tieferer Schlusskurs. Diese Korrektur kann eventuell noch bis in den Bereich von 1.323 gehen, dieser Bereich. Und aus diesem Bereich heraus kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Gold dann den Weg nimmt, hier um den Zieleinlauf zu machen im Bereich von 1.366. Was ich mir nicht vorstellen kann aktuell, ist aufgrund dieser langen Anstiegsstrecke, dass das Gold vom Zielbereich massiv zur Oberseite hin direkt ausbricht. Das ist das Beispiel wie mit dem Radfahrer bei der Tour de France. Er erklimmt den Berg mit dem Rad, leckt hier wirklich alles rein, wirft hier noch seinen Powerriegel rein und mit letzter Kraft kommt er in den Zielbereich, weil er einfach jetzt da oben sein will und Erste werden will. Und dann, wenn er sich hier schon so verausgabt hat und keine Kraft mehr hat, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er, wenn er dann aufgefordert wird, hier noch einmal gleich nochmals eine Strecke abzufahren, das hier einfach körperlich nicht schafft. Da wäre eventuell der, wo auf dem 200. Platz dann daherkommt, eher in der Lage, hier weiter durchzuziehen, wie der, wo diese Etappe in der Tour de France gewonnen hat. Und darum gehe ich dann von diesem Bereich aus, dass wir dann einen größeren Abpraller zur Unterseite hin sehen könnten. Wenn die Geschichte bullisch ist im Gold, dann wird sie sein bis in etwa 1291. Hier könnte sich dann das Gold stabilisieren oder bei normaler Marktbewegung auch bis in den Bereich von 1245. Also wir schauen die nächsten Tage
Jetzt ist einmal angedacht, ich mache hier einen blauen Pfad rein, einfach einmal. Der ist fast schon ein bisschen zu dick, dass wir hier bis in diesen Bereich fallen könnten und dann hier diesen Zielbereich anlaufen könnten. Hier im Gold, das speichere ich jetzt einmal so ab und das schauen wir uns dann immer wieder mal an. Auch das WTI-Öl ist momentan sehr stabil, aber hier fehlen so die richtigen Impulse. Gell? Gut ausschauen tut es hier. Das ist eine schöne Bodenbildung, die nicht von ungefähr herkommt. Wenn wir hier das ganze Chart zusammenscrollen, sehen wir hier der Trader-Traum des 61er Fibonacci. Dieses 61er Fibonacci im ganz großen Bild kommt von dieser gesamten Aufwärtsbewegung. Ist es dann hier zurückgelaufen und aus allein schon aus der Tatsache heraus, dass wir hier am 61er Fibonacci sind, erwarte ich hier im Gold, WTI-Öl eine Mindestkorrektur bis in den Bereich von 63,28. Sollte das WTI-Öl hier in diesem Bereich jetzt nach unten abprallen, ist es bärisch zu deuten. Eine normale Marktbewegung wäre das 61er, das 50er lasse ich mir auch noch gefallen, das könnte man dann als neutral sehen und das hier ist bullisch, weil wenn wir ins 61er laufen, denke ich, wird es dann nochmals eine Korrektur zur Unterseite hingeben und dann wird sich der Markt weiter nach oben schwingen. Sollten wir aus dem 38er nach unten abprallen, dann wird zumindest einmal hier eventuell ein Doppelboden wieder kommen, also dieses Tief hier wieder erreicht werden oder wir werden hier dann gleich komplett durchbrechen. Aber, sagen wir mal realistisch, klar, ich habe mir, wo das Öl hier oben bei 110 gestanden ist und dann hier dieser Abverkauf gekommen ist, konnte ich mir auch wirklich nicht vorstellen, dass das Öl, das WTI-Öl, irgendwann einmal bis in diesen Bereich von 27, 26 Dollar fallen könnte. Wer hätte sich das vorstellen können? Und das war ja dann 2016 Fakt. So, hier im WTI-Öl die Geschichte. Schauen wir uns das Währungspaar Euro-US-Dollar an. Das Währungspaar Euro-US-Dollar hat hier ein Umkehrsignal gemacht. Man ist ja mit dieser Kerze hier theoretisch, ich handle hier jetzt nicht, weil mir das einfach so nicht gefällt, hier long eingestiegen im Bereich von 1,1358, theoretisch. Wir hatten jetzt heute mit dieser Kerze wiederum einen Rücksetzer. So, und wenn das hier ein Trend wird zur Oberseite hin ist und wenn das jetzt auch so bleibt bis heute nach 12 Uhr, 0 Uhr, dann ist für den morgigen Tag der neue Long-Einstieg, da kann man jetzt hier seine Positionen aufbauen, bei 1,1366. Kann man hier einen Buy-Stop reinnehmen und hier weiter long gehen. Die Stops würde ich persönlich dann, durch das, weil man dann hier dann wiederum eine größere Position hat, wenn man natürlich hier schon All-In ist mit diesem Trade, dann macht es keinen Sinn, hier noch einmal aufzubauen, weil wenn es natürlich in die Gegenrichtung läuft und auch man wird hier ausgestoppt, ist das dann ja wie ein Verdoppler, also das tut sich dann exponentiell zur Unterseite hin, also das Minusgeschäft natürlich verstärken. Also da wäre ich dann doch relativ vorsichtig, wenn ich hier schon mit meiner Position fast schon all in bin oder mit dem eingestiegen bin, was ich eigentlich von der Depotgröße machen darf. So, jetzt gehen wir rein in die Xetra Tageschartansicht. Hier ist ja so die Tendenz, dass wenn wir hier über diesen Bereich ausbrechen, ich davon ausgehe, dass wir dann ziemlich schnell diese Bewegung hier zur Oberseite hin machen könnten, bis in den Bereich von 11.667 in etwa. Das ist auch gepaart dann mit der 200-Tage-Linie als Widerstandsbereich und dann hier die Korrektur zur Unterseite hin und diesen Ausbruch aus dieser inversen Schulterkopf-Schulterformation hier zu bestätigen, um dann hier den Weg weiter zur Oberseite hin laufen zu können. Man braucht hier Geduld. Gut ist es zu wissen, dass das möglich ist, diese Bewegung zur Oberseite hin. Wir haben auch das CC im mega bullischen Bereich auf Tagesbasis. Also hier
ist noch nicht short, gell? Auch der RSI ist im nicht überkauften Bereich, also auf Tagesschartbasis kann da morgen eine schöne 200-Punkte-Kerze hinrotzen und das Ding nach oben ziehen, ohne Wenn und Aber. Wenn auch diese Schlusskerze hier im XZ-Reiz ein bisschen gefährlich ausschaut, nein, es ist jetzt kein richtig schöner Hammer. Da wäre es, wenn es jetzt so ein paar Punkte weiter oben wäre, bei 3, 4, 34, dann wäre das ein schönes Hämmerchen. Das sind gerne Umkehrsignale, aber warten wir jetzt mal ab, was der morgige Freitag hier bringt. Andererseits könnt ihr auch ohne weiteres noch einmal einen Rücklauf bis in den Bereich von 11.375 kommen, um diesen Ausbruch zu bestätigen, um dann hier den Weg weiter nach oben fortsetzen zu können. Wissen tun wir es nicht, wir müssen einfach beobachten und der Chart tut sich jede Minute, jede Stunde, jeden Tag neu formen und man muss hier seine Analysen immer wieder neu anpassen. So, jetzt gehen wir noch rein in die Indikation Tageschart lang und schwarz, weil hier sieht es ein kleines bisschen anders aus. Bei der Lang- und Schwarz-Indikation sind wir hier genau an diese auf Tagesbasis, auf in Stundenbasis haben wir noch ein bisschen Luft. Da ist das ein bisschen genauer angelegt, genau hier hingeprallt und sind auch genau auf diesen Ausbruchsbereich vom 5.2. Hier war ja gestern Donnerstag, Freitag, Mittwoch der Ausbruch. Genau hier hingelaufen, haben diesen Ausbruch bestätigt. Und da stelle ich mir die berechtigte Frage, reicht diese Bestätigung eventuell schon aus, um diesen Weg hier weiter fortsetzen zu können? So, das lassen wir so drin, diese Nackenlinie. Um diesen Weg weiter fortsetzen zu können, auch hier die 200-Tage-Linie bei 11.683. Eines muss klar sein, und das gleich mal vorweg: Sollten wir diese Linie, diese rote Linie, wo heute das Tageshoch war, in etwa bei 11.485 durchlaufen würden, am morgigen Handelstag, oder auch in der kommenden Woche, das Bollinger Band öffnet sich hier, dann können wir davon ausgehen, dass wir hier explosionsartige Dynamik zur Oberseite hin bekommen könnten. Und da muss man dann nicht mehr fragen, ob man hier short geht. Hier geht man dann nur noch in eine Richtung und das hier zur Oberseite, was man eigentlich seit dem Ausbruch eigentlich auch tun sollte, momentan eher die Rückläufer nehmen, um hier Long-Einstiege mitzunehmen. Das hier mal im Tageschart, das wollte ich jetzt mal vorab zeigen. Dann gehen wir hier rein in die Xetra-Einstundenansicht. Entschuldigung. So, in der Xetra-Einstundenansicht haben wir auch diesen Bereich, diese Linie hier. Diese Linie ist aus der Vergangenheit. Da hatten wir ja hier dieses markante Hochkorrektur. Dann hatten wir hier dieses neue Jahres, das war ja auch ein Jahreshoch. Dann hatten wir hier das Jahreshoch vom 5.2. als markanten Punkt. Diese Linie hier angelegt ist heute mal wieder einmal. Wir hatten das ja gestern Abend, muss ich gerade mal, nee, heute Morgen mit der Eröffnung. Sind wir gleich hier hingesessen, also oder drunter hingelaufen an diese rote Linie. Während dem Handel um 11 Uhr noch einmal sind nach unten abgeprallt. So, und wenn wir das hier jetzt anschauen, also am Bärenmarkt sieht anders aus. Am Bärenmarkt, da läuft es dahin und dann macht das Ding mal ratzfatz und geht hier runter. Wir wissen ja, der DAX kann dreimal schneller fallen, wie er steigt. So. Und jetzt ist es immer diese Geschichte. Ich sage mir, wenn ich chronischer Bär bin, dann habe ich immer einen sehr langen Leidensweg. Ich war früher auch chronisch Bär und habe immer gedacht, ja, jetzt fällt er und habe meine Positionen rausgenommen, meine Aktien verkauft und der DAX ist weiter gestiegen. Nur der DAX ist weiter gestiegen und ich bin an der Seitenlinie gestanden, habe mich am Kopf gekratzt und habe mich geärgert, gell? Habe keine Dividenden bekommen, weil ich die Aktien verkauft habe und konnte auch nicht an den Kurssteigerungen weiter partizipieren. Eine ganz einfache Geschichte. Der Leidensweg eines Bären, das muss man sich wirklich einmal bewusst machen,
Der ist sehr, sehr groß, weil die Bären, die haben diesen Leidensweg ertragen. Immer wieder Short, Short. Kommt immer darauf an, auf welcher Zeitebene ich handle. Wenn ich im 1-Minuten-Chart handle, keine Diskussion. Aber wenn ich auf Stundenbasis handle und hier versuche, immer wieder Short längerfristig einsteigen zu wollen, das ist meiner Meinung nach aktuell, auch wenn wir jetzt 2018 einen Bärenmarkt hatten, fast schon ja, ein sehr, sehr schweres Unterfangen, muss ich sagen, kein sinnloses Unterfangen. Erst hier bekamen sie ein bisschen Luft. Aber wenn ich das jetzt anschaue, was der DAX gestiegen ist und was er korrigiert hat, und dann muss man als Bär auch noch hier reinkommen und dann muss man als Bär auch noch diesen Punkt hier erwischen. Also sagen wir, er kommt hier rein und geht hier raus, dann hat er nur diese Strecke. Während der Bulle hier viel mehr Möglichkeiten hat. So, und hier geht wieder der Bulle weiter. Der Bulle, der Bulle, der Bulle, der Bulle und der Bulle steht hier oben. Der Bulle macht sich hier noch keine Gedanken, ob er rausgeht. Der Bulle, er hat ja schon diese Strecke oder diese Strecke, ja, ich komme natürlich auch etwas später rein. Der hat seinen Stopp hier unten. Sitzt das Ding aus und wartet. Wenn er hier dann ein Umkehrsignal sieht, ein eindeutiges, upsala, ja, ein eindeutiges Umkehrsignal, dann kann er seinen Stopp aus diesem Bereich nach oben setzen, kann aussteigen, kann sich ausstoppen lassen und dann kann er zuschauen, gell? Weil es ist legitim, nach solchen Strecken als Bulle zu sagen, so, ich ziehe jetzt einmal meinen Stopp enger und dann, wenn ich hier im Markt drin bin, gell, es ist ja immer, wo komme ich hier rein? Hier ist es mit Sicherheit auf Stundenbasis schwierig reinzukommen, weil ich hier kein Umkehrsignal habe. Aber allein schon diese Kerze ist suggeriert. Wenn wir dann nochmal einen positiven Tag haben, dann ist es hier auf unserer Zeitebene irgendwo spätestens das Einstiegssignal. Hier oben schaut für mich noch nichts aus, dass wir hier eine Rutsche nach unten bekommen können, weil, und noch einmal, der Leidensweg eines Bären. Der kann manchmal unendlich sein. Auf größeren Zeitebenen ist es der Bärenleidensweg. Und hier hat er mal ganz kurz Freude. Und die Freude der Bären ist immer nur kurz, weil es einfach erwiesen ist, dass der DAX dreimal schneller fallen kann, wie er steigt. Also haben die dreimal weniger Freude wie der Longhändler. Und das muss man sich einfach einmal für einen, der immer meint, er muss Short gehen, er muss Short gehen, immer gegen den Zug zieht. Immer gegen den Zug fährt, gegen die Masse fährt, der muss ich einfach irgendwann einmal sagen, so, ich lege mir hier jetzt die Grundregel vor, ich handle nur noch Long Trades, gell? Und das ist so mal meine Stütze gewesen, dass ich hier aus diesem vor Jahren, aus diesem Short-Gedanken, aus dieser Negativität rausgekommen bin, um hier doch freier zu sein in meinen Analysen, in meinen Einschätzungen und in meinem Handeln. Also hier im Maximum gestehe ich dem DAX ein, hier auf Xetra-Basis nochmals eine Korrektur bis in den Bereich 11.369. Wir haben hier noch die 38er-Stunden-Linie, die auch als Unterstützung fungieren könnte. Und dann hier diese Nackenlinie, dieser Bereich von sage jetzt einfach mal 11.310. Das wäre jetzt so das, was ich dem DAX noch eingestehen würde als Korrektur. Sollte hier oben ein massives Umkehrsignal kommen, was momentan noch nicht da ist. Wir haben noch kein 1, 2, 3 hoch und auch noch keine Trendfortsetzung zur Unterseite hin. Auf jeden Fall für die Longhändler Stopp hier, weil es kann dann doch ziemlich schnell gehen, wenn er dann einmal rutscht nach 8.2. Und heute haben wir den 21., also 19 Handelstagen, sind wir hier eine schöne Strecke mit einer kleinen Korrektur hier drin nach oben gelaufen. Und dann kann man auch einmal in 8, 16, ja, in 5 Tagen, 5, 6 Tagen hier mal ziemlich schnell runtergehen, aber eventuell auch nur bis zum 61er Fibonacci. Und dann war die Korrektur schon wieder vorbei und der Markt geht dann wieder nach oben. Das hier jetzt einmal so meine Denkweise und ich lasse die Linien so drin. Ich könnte die jetzt ein bisschen rüberziehen. Die auch, das mache ich doch auch gerade mal schnell.
So, ziehen wir ein bisschen rüber. Dann holen wir ein bisschen runter. Und die ziehen wir hier genau hin und dann sehen wir die Punkte, was hier jetzt morgen eventuell möglich sein könnte. Stundenchart etc. Habe ich jetzt irgendwas verschwitzt? Ah ja, die Prognose in Lang- und Schwarz-Indikation. Die ist ja dann auch immer in dem Sinne wichtig, weil wir ja eigentlich immer, ich sehe die meisten Händler hier auf Guidance und auch woanders in der Lang- und Schwarz-Indikation arbeiten. Also die kann man auch beachten. In der Lang- und Schwarz-Indikation sind wir hier noch nicht an diesen Zielbereich gekommen. Der wäre hier bei 11.500. Er hat heute in der Vorbörse von 8 bis 9 Uhr hier schon einmal den Angriff geprobt, hat ihn aber nicht erreicht. In der Lang- und Schwarz-Indikation hier auf Stundenbasis, auf Tageschartbasis haben wir ja gesehen, sind wir schon an dieser Linie dran. Auf Stundenbasis ist das ein bisschen sauberer angelegt. Und da haben wir, da müssen wir den jetzt ein bisschen rüberziehen. Hier, so. So, da haben wir einen Kreuzwiderstand hier im Bereich von 11.513. Wenn wir hier jetzt doch morgen herlaufen sollten, gehe ich davon aus, dass er hier nicht direkt durchläuft, weil es einfach ein zu großer Widerstand ist. Ich muss schnell nochmal was schauen. Okay, die liegt nicht sauber an der Hane. Also bei solchen Marken muss man schon schauen, dass die Linien relativ sauber liegen. Weil bei diesen Strecken, da kann hier 5 Punkte Abweichung da oben gleich einmal einiges mehr bewerkstelligen. So, können wir das wieder hochnehmen. Gut. Also, hier dieser Bereich haben wir einen Kreuzwiderstand. Das obere Ziel wäre hier 11.513. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der DAX, er ist hier angezogen, hat hier korrigiert, hat hier diesen Zielbereich einer A, B, C, D Formation. Mach das noch ein bisschen größer. Einer A, B, C, D Formation angelaufen, korrigiert hier in diesem Bereich und hat jetzt auch diesen Ausbruch hier mit diesem kurzen Kontakt bestätigt, leicht unterhalb die 38er EMA. Also hier ist alles momentan zur Oberseite hingerichtet. Das hier schaut mir nur aus jetzt wie eine kleine Flagge. Vielleicht tauchen wir auch hier noch einmal ein Stückchen ein, kann durchaus auch sein. Aber tendenziell, wenn ich jetzt eine Linie reinzeichnen müsste, nehme ich wieder die dicke Monsterblaue, würde ich aus diesem Bereich heraus hier jetzt eher diese Richtung bevorzugen und dann muss man schauen, was er hier wiederum macht, gell? Also wie gesagt, wir haben ja heute auf dem Xetra auf der Xetra Ansicht ein neues Jahreshoch gemacht, auch die Lang- und Schwarz-Indikation, wo war denn der Schlusskurs gestern? 16, 17, 18, 22 Uhr. Da sind wir auch nahe des Jahreshochs Schlusskurses hier in dem Bereich. Also genau momentan exakt in dem Bereich. Also da wird es dann auch interessant sein, ob wir hier noch ein paar Punkte drüber sind oder ein paar Punkte drunter. Auf jeden Fall, was hier festzuhalten ist, er arbeitet immer noch oberhalb des Ausbruches im Bereich von 11.390. Das ist positiv zu sehen. Und in der Xetra-Indikation haben wir ja gesehen, auf Tageschartbasis, der CCI ist noch massiv im bullischen Bereich. Also hier kann, ich gehe davon aus, dass diese Dynamik zur Oberseite erst noch kommt, solange sich der CCI hier in der grünen Bereich befinden sollte. So, das hier jetzt zu der DAX-Analyse. Jetzt etwas Größeres, eine größere Zeiteinheit. Ich ziehe jetzt wieder den Chart hin, manche werden jetzt die Augen rollen. Der hier, getreu dem Motto, sell in my and go away. So, ihr wisst ja, die, wo die Charts schon länger beobachten, ich bin hier
schon ein bisschen so auf die Saisonalitäten gepolt und auf einfach diese Schlagworte Jahresendrallye oder getreu dem Motto Sellenmeyer, ein Go away and a come back in the September. So heißt es ja ausgeschrieben, dieser Text. Letztes Jahr 2018 war alles anders. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das war ein Ausnahmejahr. Lediglich das Sellenmeyer hat funktioniert. Ein Stückchen hat man mitgenommen. Aber die Jahresendrallye, die irgendwann September, Oktober, November beginnen sollte, oder im Dezember dann als letzter Bullenmarker, hat nicht funktioniert. Definitiv, weil wir uns einfach in einem Bärenjahr befunden haben. Aber das wissen wir ja nicht im Voraus. So, wenn wir jetzt in die Saisonalität reingehen, zeige ich euch jetzt mal einen ganz wichtigen Aspekt für die Monate bis zum Mai. Und da müsst ihr jetzt wirklich aufpassen. Ich setze hier mal an. Schaut unten auf den Chart. 16.3. hatten wir ein Tief. Und dann sind wir angezogen. 1514 Punkte. Das war noch vorm Jahr 2018. So, hier genau. Jetzt zack. Mein Magnet. So, 1441 Punkte. Jetzt nehme ich dieses Teil, dupliziere es. Das ist Sellenmeyer. Dieses Rot ist immer die Sellenmeyer-Geschichte. Die geht immer los. Das seht ihr hier. Die ist am 18.05. losgegangen. Hier habe ich mein Glück am 60. Ich kann mich noch erinnern, 16.05. versucht. Bin hier kläglich ausgestoppt worden, um dann zuschauen zu müssen, wie das Ding denn runtergeht. Ich bin hier nicht mehr eingestiegen, weil ich damals im Jahr 2017 ein bisschen überhebelt hatte und hier nicht unbedingt gefrustet war, aber einfach dann keinen Bock mehr hatte, diese Geschichte hier noch irgendwie zu traden. So, und wenn man hier jetzt reingeht, auch hier, 16.3. Gehen wir noch ein bisschen zurück. Wir sind ja jetzt momentan in Anfang März, 6.2. 6.2. hatten wir hier ein Tief von der Bewegung her, 24.2. Und dort hatten wir dann aus dem Februar heraus, versteht ihr, das ist das, was wir jetzt haben. Wir haben jetzt Februar 2019 wiederum einen Anstieg um 1363 Punkte. Und das auch zu der Geschichte. Wenn du ein Bär bist, hast du meiner Meinung nach an der Börse, was den DAX angeht und auch ja Aktien nicht unbedingt, aber speziell auf den DAX, hat man als Bär manchmal wirklich einen sehr, sehr langen Leidensweg. Ich beneide den Rocco manchmal nicht. Rocco ist im Herzen ein Bär, hat er selbst geschrieben einmal in einem Artikel. Und da denke ich mir, puh, da hast du eine schwere, hast oft schwere Zeiten vor dir. So auch hier, wenn wir hier hinschauen, 12.2., am 12.2. Februar 2016 hatten, ne, 15, jetzt bin ich gerade ein bisschen durcheinander, Januar, ja, 2016. Und dann hatten wir bis zum Hoch am 21.4. Für mich aber das Markante hier immer so der Mai. Hier ging der Sellenmeyer ein bisschen später los, 30.05., 31.05. Einen Anstieg um 1668 Punkte, wieder aus dem Februar heraus. Und wenn wir das weitermachen, es wird ganz wenig, also ich habe das ja schon angeschaut, sonst würde ich euch das nicht erzählen. Es gibt ganz wenige Jahre, wo das nicht der Fall ist, dass wir aus dem Februar heraus, aus dem Januar, Februar, aus dem März, Februar und März heraus keine impulsiven oder lange Anstiege hat. Es gibt wenige Jahre, wo das passiert ist. Und auch hier, wenn man hier das jetzt mal wieder da oben ansetzen, dritte, zweite, da brauchen wir nicht schwätzen, das ging hier schon los. Achte, erste. Also auch wenn man hier dann im Februar hier eingestiegen wäre, hätte man immer noch eine schöne Strecke mitgemacht. Da lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Und gehen wir nochmal ein Jahr zurück. Setzen das wieder hier oben an. Auch hier dieser Einstieg war tricky. 2014. Auch hier, 5.2. war hier. Hier war der 14.3. aus dem März heraus. War ein Tief und der DAX ist dann um 1056 Punkte gestiegen. Jetzt stellt euch das einfach einmal vor. Ihr habt hier 10.000 Euro auf dem CFD-Konto. Wartet, bis immer die Saisonalität hier kommt, so Februar. Jetzt könnte das Tief gewesen sein. Drückt den Knopf und nehmt einen CFD rein. Und dann wartet ihr bis fast im Mai. Dann habt ihr jedes Jahr bisher 1.000 Euro gemacht. Und das finde ich, ist
Das sind dann 10, bin ich gerade, 10, bei 10.000 Euro sind es 10% Rendite. Leute, welche Bank zahlt euch 10% Rendite? Wenn ihr natürlich gierig seid, ist euch das zu wenig, dann macht ihr wieder mehr und dann kann man auch wieder mehr verlieren. Auch hier das Jahr 2013, genau das gleiche. Wir hatten hier ein Tief am 17.04. Okay, das ist jetzt ein bisschen später. Das tanzt jetzt ein bisschen aus der Reihe heraus. Das kann natürlich auch dieses Jahr 2019 passieren, ohne Wenn und Aber. Gehen wir weiter. Also das hatten wir hier im Jahr 2013. Die Jahre danach war alles wunderbar. Gehen wir in das Jahr 2012 hinein. Schauen wir uns das einmal an. Hier war es auch anders, Jahr 2012. Da hatten wir zwar im März einen Anstieg bis ins Hoch hinein, Anfang März bis Mitte März, und dann auch dieses Jahr ist nicht zu gebrauchen. Jetzt haben wir 2 Jahre, sind schon ein Weilchen her. So, jetzt gehen wir hier rein. Hier war das Tief am 9.3. Anfang März hatte man einen Anstieg wiederum um 1000 Punkte. So, jetzt machen wir noch dieses Jahr 2010 und dann reicht es, um euch zu zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, wenn man jetzt long einsteigt und längerfristig versucht drin zu bleiben, die Wahrscheinlichkeit, die hier ja als statistisch nachgewiesen worden ist von mir gerade, größer ist, wie die Wahrscheinlichkeit, dass der DAX hier mal schnell auf 10.000, um 1.000 Punkte fällt. Rocco hat ja hier noch, das hat er jetzt heute zurückgenommen, die Punktzahl 10.700 auf dem Radar. Ich weiß jetzt nicht, was sein neues Ziel auf der Unterseite ist. Aber wie gesagt, und ich kann mich immer nur wiederholen, als Bär hat man einen verdammt langen Leidensweg, um hier doch mal irgendwo in den Zielbereich zu kommen. Hier ist es gestartet am 4.3.2009. Auch wieder die Mai-Geschichte. Und wenn man jetzt hier hingeht in diesen Bereich, das war übrigens dann auch ein Jahr, wo diese Sell-in-Mai-Geschichte nicht funktioniert hat. Ihr seht, das ist grün, da ist er dann gestiegen. So, das hier sind meine Statistiken, die ich selbst mache, die ich nicht irgendwo nachlese in irgendeinem Buch. Und das, ihr seht hier diese Sell-in-Mai-Geschichten, da wo es grün ist, hat es nicht funktioniert. Lasst euch jetzt aber nicht von den neuen Grünen hier irritieren. Das sind diese Rallyes, diese Marktbewegungen, die jetzt bis zum Mai, versteht ihr, bis zum Mai, bin ich überzeugt, gehen die großen Institutionellen in den Markt rein, weil sie das Kapital anlegen wollen. Im Mai zahlen die meisten Unternehmen, die großen wie Allianz, Linde, ja, Siemens hat schon, Daimler, BMW, Beiersdorf, BASF, bezahlen im Mai ihre Dividenden und dann ist so dieses Jahr eigentlich schon mal in Halbzeit. Und dann gehen viele in den Urlaub. Man sagt, die gehen jetzt in den Urlaub, also liegen irgendwo am Strand und tun nicht handeln. Man überlässt den Markt sich selbst. Und durch das kommt dann so diese Geschichte, Sell in May and go away. Wenn euch einer erzählt, das ist nicht mehr relevant, schaut euch diesen Chart an, wenn ihr den wollt von mir. Ich kann ihn mal auf Guidance irgendwo einstellen, einfach anschreiben. Dann habt ihr das schon gespeichert. Das sind lauter solche Geschichten, die man selbst, einfach selbst rausfinden muss und sich damit befassen muss, um hier solche Sachen zu sehen, gell? Also deshalb für mich, wenn ich das hier jetzt wiederum nehme, dupliziere und hier an dieses Tief hinlege, das wir bereits schon am 7.12., 27.12. hatte, aber das will ich ja gar nicht. Ich will hier hin. So. Das ist jetzt so mein Zeithorizont, wie in der Vergangenheit. Das Tief hier könnte am 8.2. gewesen sein. Und wenn wir hier jetzt die durchschnittliche Punktzahl ausrechnen von diesen ganzen Bewegungen, die wir jedes Jahr hatten, nur die positiven, 1,4, 1,3, 1,6, 1,6, 1,000, 1,1, und machen hier einen Durchschnitt, dann kommen wir vielleicht irgendwo auf 1,2. Und dann kann man das noch ein bisschen runterziehen. Und dann hat man irgendwo eine Vorstellung, wo der DAX sein könnte am Mai 2019, nämlich hier oben im Bereich von 12.157. So, man hat jetzt diese Vorstellung,
Ob das jetzt letztendlich passiert, weiß ich nicht. Aber die statistische Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist extrem hoch. Habe ich euch gezeigt hier. Ich möchte nicht hören, dass ich das nicht gesagt habe. Aber man muss sich auch immer bewusst sein, nicht jetzt all in gehen und Haus und Hof hier reinsetzen und denken, ich mache da jetzt mal mit 100.000 Euro meinen Reibach bis da nach oben und bin dann für die nächsten Jahre durch. Auf größerer Zeitebene würde ich hier meinen Stopp setzen unter dem Bereich von 10.839. Und wir sind ja hier schon bei 11.423. Also ist es ja so, verbietet es sich ja schon rein technisch, hier mit exorbitant großen Positionen in den Markt reinzugehen. Ich würde es, ja, wenn man hier 1.000 Euro setzt, sage ich ganz einfach, kann man die verdoppeln, also quasi dann 3.000, verdreifachen, dann quasi dann 3.000 Euro hier aus dieser Wegstrecke rausholen oder halt 2.000 Euro Gewinn, wenn man es richtig macht. Man kann aber auch hier dann, wenn man es richtig macht, irgendwo auch 500 Euro verlieren von diesen 1.000. Das ist so dieses Trading und dann im Mai die Positionen glatt stellen und dann hier seinen Short-Einstieg zu suchen und dann wieder runterhandeln, bis wir wieder im September sind. Und im September heißt es ja schon wieder Jahresendrallye. Und auch hier gibt es eine Statistik. Das sind immer die Jahresendrallyes, wann sie begonnen haben. Dieses Jahr war es sehr, dieses Jahr gab es keine Jahresendrallye. Eine Rallye zeichnet sich schon aus durch eine, ja, bedeutende Bewegung. Hier zum Beispiel 1730 Punkte. Sie ging los im August, quasi Anfang September. Die war Ende September, Mitte Oktober, Anfang September. Das war eine kleine, die nicht unbedingt die Jahresendrallye diesen Namen verdient. Hier am 8.9. Darum heißt ja dieses Sprichwort getreu dem Motto Sell in May and go away and the come back in the September. In diesem Sinne entlasse ich euch jetzt aus diesem Video. Wünsche euch für den morgigen Handelstag viel Glück und ein wunderschönes Wochenende. Es soll ja wieder richtig heiß werden. Ich bin zurzeit am Räuchern, Kalträuchern. Das ist ein bisschen ein Problem. Ich habe 12 Kilo Fleisch eingelegt, gepökelt. Jetzt räuchere ich Kalb mit meinem Vater zusammen oder mein Vater macht es, besser gesagt für mich. Der ist da mehr der Experte mit dem Räuchern. Und so warme Temperaturen sind nicht gut, weil du solltest eigentlich kalt räuchern unter 20 Grad. Und wenn schon die Außentemperatur 20 Grad ist und du hast da unter drin deine Sägemehlspan und der muss ja ein bisschen glühen und rauchen, dann hast du eventuell ein kleines Problemchen mit der Temperatur. Aber ich habe hier heute ein ganz geiles Gerät gesehen, da bin ich gerade mal am Schauen, das zeige ich euch, das hier. Das ist ja richtig cool, das macht das alles von alleine. Schiebt hier diese Dinger rein, diese Pellets da. Sie sind aber auch nicht billig, die gibt es in Kirschholz, in Eichenholz, in Apfelbaumholz. Und da macht das Ding das automatisch. Da kannst du dann 15 Grad einstellen, das glüht da. Und wenn es ausgebrannt ist, wirft es das hier in die Wasserschale rein. Ist echt cool, kostet allerdings 522 Euro. Das ist jetzt einmal so ein Ding, das könnte ich mir vorstellen, mal meinem Vater zu schenken. Also in diesem Sinne, ein gutes Händchen und wie immer, haltet die Ohren steif.